Aubrunnen bleibt. Unter diesem Motto hat die Bürgerinitiative Aubrunnen in Tübingen am Ostermontag zu einer Menschenkette am Waldgebiet eingeladen, in dem sich der Brunnen befindet. Der Hintergrund: Das Waldstück zwischen Eisenbahnstraße und B27 ist als Gewerbegebiet im Gespräch. Die Bürgerinitiative fürchtet, dies könnte das Ende des Brunnens bedeuten. Oberbürgermeister Boris Palmer war gekommen, um mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren. Hinterher zeigte er sich enttäuscht darüber, wie eine Minderheit agiert hätte. Seine Bitte, das Thema sachlich zu diskutieren, hätten einige zurückgewiesen. Der Aubrunnen, so Palmers Argumentation, sei ohnehin nicht mehr in Betrieb und außerdem sei die Wasserqualität schlechter als die des Bodensees und der anderen beiden Tübinger Brunnen.